Hallo zusammen. Für heute Morgen habe ich mich zu einem Online-Gespräch mit einer tollen Künstlerin verabredet, eine Keyboarderin. Die Internetleitung führt mich nach Österreich und dort begrüße ich die Fuß-Keyboarderin Liz Müller. Einen schönen guten Morgen nach Österreich. Einen schönen guten Morgen nach Deutschland. Hallo Alois. Vielen Dank. Hallo Liz. Vielen Dank, dass du die Zeit gefunden hast, heute Morgen mit mir ein Gespräch zu führen. Wir hatten uns ja bereits vorher per Telefon und per Mail unterhalten. Ich bin durch einen Musikfreund auf dich aufmerksam gemacht worden, habe mir dann deine YouTube-Videos angeguckt und habe gedacht, mit dieser Frau musst du unbedingt einmal ein Gespräch führen. Und wenn die Musikanten jetzt mal deinen Internetauftritt gucken, also wir machen einen Link zu Facebook, dann ist man direkt überrascht, da steht Liz Müller, Fuß-Keyboarderin. Kannst du mir das mal erklären? Sehr gerne. Ich bin ohne Arme auf die Welt gekommen und mache dadurch eben alles mit den Füßen. Und ja, irgendwann wollte ich ein Instrument lernen. Unbedingt auch ein Tasteninstrument und da hat sie dann das Keyboard gut angeboten. Bist du in einer musikalischen Familie groß geworden oder wie bist du zur Musik überhaupt gestoßen? Ja, wir sind schon alle ziemlich musikalisch. Bei uns wurde viel gesungen. Wir sind viel wandern gegangen und da wurde viel gesungen. Und ohne Musik im Haus ist bei uns gar nicht gegangen und ja, so macht es einfach Spaß und irgendwann kommen dann die Instrumente dazu. Jetzt ist ja, meines Wissens, Österreich ist ja da sehr rege, da wird in der Schule schon Musik vermittelt, also da steht die Musik noch viel mehr im Mittelpunkt, wie ich glaube bei uns in Deutschland. Okay, ja, es gibt von der ersten Klasse an mindestens eine Stunde Musikunterricht und auch Schulen mit Schwerpunkt Musik und genau, es wird viel musiziert in Österreich. Hast du denn Musikunterricht bekommen? Ja, ich war in der Musikschule, da habe ich Keyboardunterricht bekommen und ich war aber dann auch in der Mittelschule mit Schwerpunkt Musik, wo dann der Unterricht auch mit Gesang und Chor und ein bisschen Schauspiel und noch mehr Keyboard, genau. Okay, also du hast das gelernt, du spielst nach Noten. Genau, ich bin so ein richtiger Noten-Junkie. Ich spiele leider sehr wenig auswendig. Okay. Aber ich nehme die Noten dann nur so als Grundbasis und entwickle dann meinen eigenen Stil oder verwandle den Song so, dass es meine Note bekommt. Okay. Um ganz ehrlich zu fragen, übst du auch viel? Übst du jeden Tag? Ja, mal mehr, mal weniger. Kommt drauf an, wenn ich einen Auftritt habe oder wenn Probe mit Band ansteht, dann übe ich natürlich mehr. Sonst ein bisschen weniger. Was ist das für ein Keyboard, was du da spielst? Ich spiele eine Yamaha. Schon ein etwas älteres Modell, aber es ist eins der besseren und es ist mein absolut mein Lieblingskeyboard, mein Lieblings-Yamaha. Okay. Spielst du das Keyboard eher, sagen wir mal, wie ein Stage-Piano oder nutzt du auch mal, zumindest wenn du zu Hause spielst, den Begleitautomat? Ja, Stage-Piano ist ein bisschen schwierig mit den Füßen. Diese Leistung kann ich kaum bringen. Ich spiele mit Begleitautomatik, okay. Das heißt, ich spiele wirklich rechts die Melodie und links die Akkorde. Okay. Jetzt habe ich gesehen, ein relativ neues Video, da hast du eine tolle Aufnahme gemacht mit der Band Alle Achtung. Da spielst du aber, ich sag mal, die Piano-Riffs spielst du da drin. Genau, wenn ich in der Band spiele oder eben mit Alle Achtung, da habe ich dann so so quasi Stage-Piano, da habe ich die Akkorde gespielt und ein Zwischenspiel und ja, da mischt man dann alles ein bisschen. Da ist mit Begleitautomatik dann schwierig, weil sowieso dann ein Schlagzeug auch dabei ist, oder Percussion und ja, der Mix macht es dann. Das ist ja, dieser YouTube-Film mit Alle Achtung ist ja hochprofessionell gemacht. Ihr wart im Studio, habt ihr das im Studio aufgenommen?
Genau, alle Achtung hat in der Nähe von Graz im Tal ein großes Studio Ja. und da haben wir das gemacht. Genau. Dann habe ich in deiner Facebook-Seite gelesen, du bezeichnest dich als Songwriterin, komponierst du auch, schreibst du Texte. Erzähl mal ein bisschen über dich. Ja, na, also man entwickelt sich ja so im Laufe des Lebens und man macht nur das und mal das. Und in der Corona-Zeit habe ich dann eben angefangen, diese Kurzvideos auf YouTube zu stellen. Und ich nenne das immer musikalische Kostproben, weil Auftritte waren ja nicht möglich. Und man sollte halt als Musiker immer sichtbar bleiben. Und habe begonnen, aus Songs von Musikern Instrumentalversionen Okay. zu machen. Okay. Kommt ganz gut an. Ja. Und das ist jetzt irgendwie so meine Spezialität. Da habe ich mich gut reingefunden. Genau. Was ist denn deine bevorzugte Musikrichtung? Austropop. Okay. Ich höre aber grundsätzlich alles quer durch den Gemüsegarten. Ich liebe Rock. Ich höre genauso Jazz. Ja, genau. Also querbeet, alle Genres. Genau. In Facebook habe ich gelesen, also das gesehen habe ich dann auch die YouTube-Filme Alle Achtung, dann hast du mit Univers gespielt und da gibt es die Gruppe Wichtelmusikanten. Genau, die Wichtelmusikanten, das ist meine Musikspielgruppe, die ich leite. Da musiziere ich, singe ich, tanze ich mit Kleinkindern, Babys und Kleinkindern. Genau. So eine Stunde, wir haben Ja. Kinderlieder gesungen und genau. Also machst Musikkurse für Kinder. Genau. Okay. Kann man so sagen. Ja, super. Hinter dir sehe ich auch ein Yamaha-Keyboard. Das ist aber nicht das, was ich im Video von Alle Achtung gesehen habe. Nein, mit dem spiele ich nicht so gerne. Ja, man hat halt sein So Lieblingsinstrument. ist es. Er kann ja, dem kann ich beipflichten. Okay. Ja, genau, aber ja, als Keyboarderin braucht man mehr als ein Keyboard. Okay. Ja. Ja, ist so. Okay. Was steht denn jetzt als nächstes bei dir alles so an Projekten an? Verrätst du uns da schon etwas? Ja, ich darf bei einem Weihnachtskonzert hier in meiner Heimatstadt noch spielen. Da begleite ich einen Sänger zu einem Weihnachtslied. Super. Ja, es ist ein bisschen Pause. Mit Univers stehen nächstes Jahr einige Auftritte an und da ist ein großes Projekt geplant. In Österreich ist nächstes Jahr das Brucknerjahr, Anton Bruckner. Okay, ja. Genau, Pläne habe ich ein paar, wo ich nicht weiß, ob ich sie umsetzen kann. Genau, ansonsten weiter musizieren, Videos produzieren und ja, genau. Die Videos, wie nimmst du die auf? Machst du das mit einer Videokamera, mit einem Fotoapparat, mit Handy oder wie machst du Also, das? alles ganz unprofessionell, aber es reicht und kommt gut, Ja? nachdem die Handykameras schon ziemlich gut sind. Ja. Ich mache das wirklich einfach nur mit Handy. Okay. Super. Ja, Lies, das waren so schon mal die wichtigsten Fragen, die mir auf dem Herzen gelegen haben. Hast du noch eine Botschaft an unsere Musikantenfreunde? So nach dem Motto, übt regelmäßig? Na, immer Spaß. Also Musik muss Spaß machen und Ja. Musik muss Gefühl vermitteln. Ja. Man kann technisch so gut sein, aber wenn das Gefühl Ja. nicht beim Publikum ankommt, dann ist das alles Okay. nichts. Eine Anmerkung muss ich noch loswerden. Mir hat es so gut gefallen. Im Facebook habe ich gelesen, dass du dir zu deinem Geburtstag Zeit gewünscht hast. Ja, man nimmt sich so wenig Zeit, gerade auch für Kunst und Kultur. Und es gibt Momente im Jahr wie Geburtstag, Weihnachten, Ostern, wo man sich ganz gut einfach Kunst und Kultur schenken kann. Und ich gehe so irrsinnig gerne auf Konzerte, ins Okay. Theater, ins Kabarett. Und
Ja, da bietet Okay. sich das immer ganz gut an. Jetzt verstehe ich das, deine Antwort. Ja. Prima. Ja, Lies, dann sage ich ganz herzlichen Dank für das tolle Gespräch. Ich darf in der Videobeschreibung einen Link auf deine YouTube-Seite und deine Facebook-Seite machen. Ist das für dich in Ordnung? Ja, sehr gerne. Instagram auch. Ja, okay. Da, ja. Bist du mehr Es auf ist, Instagram unterwegs? ja, es ist total unterschiedlich. Mal gehen die Posts auf Instagram besser als wir auf Facebook. Weiß ich Okay. nicht, woran es liegt. Okay. Aber ja, ich mache beides und genau. Gut. Also Link machen wir zu allen deinen Social Media Kanälen. Ich Sehr sage gut. Dankeschön, wünsche dir für die nächste Zeit weiterhin viel Erfolg, für die Zukunft alles erdenklich Gute und ganz, ganz viel Spaß mit der Musik und sag herzlichen Dank, Liz Müller in Österreich. Danke, hat mich sehr gefreut. Danke. Tschüss, Liz. Tschüss.